Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Durchsage. Die massiven Schneefälle, die Bayern nahezu in eine neue Eiszeit verwandelt haben, sorgen erneut für Probleme. Wie der deutsche Wetterdienst soeben bekannt gab, wurden an Rhein, Elbe und Weser sowie an weiteren Flüssen massive Pegelanstiege registriert. Erste Hochrechnungen ergaben, dass die Pegelstände aus Juni 2013 sogar noch übertroffen werden könnten. Die Bundesregierung erarbeitet aktuell einen Evakuierungsplan und hat für das Land Niedersachsen ein Krisenzentrum in Lüneburg eingerichtet. Feuerwehren und Hilfsorganisationen sind auf dem Weg dorthin. Im Bereich der Elbe und im Großraum Hamburg gilt jeweils die höchste Warnstufe. Die Gemeinden haben einen Gefahrenplan entwickelt. Erkundigen Sie sich bei den Rettungskräften vor Ort nach den geeigneten Maßnahmen. Sandsäcke zum Schutz vor der Fluten erhalten Sie an den Verteilzentren entlang der Bahnstrecke. Die Deutsche Bahn setzt ferner Sonderzüge ein, um die gefüllten Sandsäcke zu transportieren. Weiterhin drückt eine Schlechtwetterfront zusätzlich das Wasser aus der Nordsee in die Elbe. Rechnen Sie in diesem Bereich mit einer schweren Sturmflut. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 21, der Danny spielt das. Ja, bei uns dreht sich heute alles um die Sturmflut rund um Hamburg und werden jetzt hier erstmal den Zug aufmüssen. Und noch ist alles ruhig. Aber ich kann euch sagen, das bleibt nicht so. AFB. 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 Und ich werde erstmal die Türen öffnen. Dies ist ein Szenariopaket, das aus vier Teilen besteht. Nein, aus sechs Teilen, Entschuldigung, sechs Teilen. Und kommt aus dem Hause 3D-Zug, nennt sich Fahrzeug Volume 15, die Sturmflut. Und ich finde ein sehr interessantes Video, wie ihr auch gerade schon im Intro gesehen habt. Kommt da ganz schön was auf uns zu. Und haben wir sozusagen Ruhe vor dem Sturm, aber ich kann euch sagen, das bleibt nicht so. Und wir werden einfach mal schauen, was uns jetzt hier erwarten wird. Und ich freue mich richtig auf das Szenario, auf das, was kommt. Und schauen einfach mal, was uns hier so erwartet. Ihr seht, KI-Verkehr ist vorhanden. N-Wagen, das ist auch mal schön, finde ich. Sogar ein Doppelsandwich mit einer 143, wenn ich mich nicht irre, jawohl. Hier haben wir die ICE2, gut zu erkennen an der Bugklappe. Hier. Während der einer hier keine Bugklappe hat. Und die kann halt geöffnet werden und kann sich dann halt mit einem anderen ICE2 verbinden. Und dann praktisch als Doppeleinheit fahren oder auch als Doppeltraktion. So, hier ist irgendwo gerade ein Stromabnehmer nach oben gegangen. So, Niedersachsen ist am Zug. Ja, das passt. Ja, der obligatorische Sound der Dostos. So, wir fahren jetzt nach Hamburg. Das ist, weil wir haben jetzt schon Ausfahrt. Und das werden wir auch mal machen.
So, dann springen wir mal rein in den Führerstand. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich im Metronom 82131 auf der Fahrt von Hamburg Hauptbahnhof nach Uelzen. Dieser Zug hält unterwegs in Hamburg-Harburg, Linsen, Lüneburg, Wienbüttel und Bad Bevensen. Uelzen erreichen wir voraussichtlich um 21.53 Uhr. Meine Damen und Herren, beachten Sie bitte, dass wegen den erhöhten Pegelständen morgen zum Teil Sonderfahrpläne gelten werden. Dies betrifft die Bundesländer Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt am besten im Internet auf den Seiten der Verkehrsverbünde sowie in den Medien. Aller Voraussicht nach werden die Strecken nach Uelzen und Richtung Hannover nicht betroffen sein. Dennoch würden wir Ihnen empfehlen, einfach sich vorab morgen vor Reiseantritt zu informieren. Der nächste Halt dieses Zuges ist in Kürze Hamburg-Harburg. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, noch ist alles gut, aber ich verspreche euch, das wird nicht so bleiben. Noch liegt das Wasser dort im Hintergrund ruhig da, aber... es wird anders werden. So, TÜV auf 80 beschleunigen. Das war zu viel. So passt es. Ordentlich was los hier. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sich den Himmel so beguckt.
makellos blau. Aber es wird sich ändern. So, unser Fort gekündigt. In Kürze erreichen wir Hamburg-Harburg. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Umsteigemöglichkeit zum Fernverkehr, Regionalverkehr und zur S-Bahn. Ah, ich glaube, das war ein wenig spät. Oder klappt das noch? Ah, knapp. Aber es klappt nicht. Aber es klappt. Sagen. In Harburg. Hamburg-Harburg. Das heißt es ja richtig. Da steht's. Hamburg-Harburg. Ordentlich Verkehr heute. Metronom ohne Ende. 1, 2, 3. So, ich werde mich hier einfach mal ein bisschen hinsetzen. So. Wie gesagt, das ist der Sechsteiler und ja, lasst uns da überraschen, was da alles noch so auf uns zukommt. Ich werde das Ganze in mehreren Videos verteilen, weil es sonst doch einfach zu lang wird. Und ja, ich bin gespannt, ich bin das Szenario selber noch nicht gefahren. Also von daher bin ich da selbst sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Wie gesagt, gibt es aus dem Hause 3D-Zug, nennt sich die Sturmflut.
Fahrzeit Volume 15. Und ja, sehr zu empfehlen. Geht's nach Wien? Fahrdienstleitung an 82131, bitte kommen. 82131, bitte kommen. Heute geht Ihre Schicht ja bald zu Ende, aber ich fürchte, morgen wird ein richtig anstrengender Tag. Sie haben es ja sicher in den Nachrichten gehört. Die vielen Schneefälle im Süden und der Regen der letzten Tage haben für ein außergewöhnlich hohes Ansteigen der Pegelstände und des Grundwasserspiegels gesorgt. Der Höhepunkt wird morgen früh erwartet. Dann ist wahrscheinlich das Schlimmste überstanden. Wir sind gut vorbereitet diesmal. Es liegen drei Notfallpläne in der Schublade. Plan A geht von Störungen auf einigen Nebenstrecken aus. Der ein oder anderen Bahnhofssperrung wegen erhöhten Grundwasserspiegel und einigen Straßensperrungen und den damit verbundenen erhöhten Fahrgastaufkommen. Plan B berücksichtigt Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr rund um Hamburg und eine Sperrung der Strecke Hamburg-Bremen. Plan C berücksichtigt Oberleitungsstörungen und den Einsatz von Dieseltriebfahrzeugen auf den Nebenstrecken. Sie sehen also, es sieht ganz gut aus für Ihre Strecke. Es sollte fast alles nach Plan laufen. Wir beobachten jedoch vor allem eine gesehene Streckennähe und sichern zusammen mit der Feuerwehr, technischer Hilfe und der Bundeswehr die Ufer. Also dann, gute Fahrt. Ja, ihr habt es gehört. Da kommt einiges auf uns zu. Noch ist, wie gesagt, alles gut, alles ruhig. Noch sieht es gut aus für unsere Strecke. Aber das wird sich mit Sicherheit ändern. Da bin ich mir sicher.
So sieht das Ganze mal aus der Passagiersicht aus und ich finde, schön ruhig und ja. Aber was ich nicht immer ganz verstehe, warum das Datum einfach nicht stimmt. Die Uhrzeit sowieso schon mal gar nicht. Aber naja, vielleicht verlangt man auch einfach zu viel. Aber es ist wenigstens schön ruhig hier drin und ja, gefällt mir. Natürlich Rauchen verboten, versteht sich ja von selbst. Was haben wir da noch? Rail-Simulator. Ja Mensch, voll. Volle Kaffeetasse. Ich glaube, ich muss auch mal Metronom fahren. Ist von euch schon jemand Metronom gefahren? Gerne in die Kommentare damit. So, gleich ist 2 Minuten angesagt, aber das werden wir natürlich nicht erreichen können, weil es ja ein regionales Express, wenn man so sagen darf, hier nur 160 Pferd fahren darf. Ich meine, das hängt ja auch in die Stadt, oder? Ich sehe es gerade. So, als nächstes Winsen. In Kürze erreichen wir Winsen an der Ruhr. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. So, öffne die Türen. So, als nächstes Lüneburg, Bienenbüttel, Bevensen und Uelzen. Und in Uelzen haben wir wahrscheinlich noch eine Umsetzung. Mal schauen, was da noch passiert.
steht noch ein schöner Güterzug beladen mit Sandsäcken. Natürlich, die werden jetzt natürlich gebraucht wie Sand am Meer. Das Ganze gezogen durch eine wunderschöne Diesellok mit 294. Der Kollege sieht sehr motiviert aus, muss man sagen. Da sitzt der Motor drin. Wunderschön, wunderschön. Veranstaltung an 82131. 82131, bitte kommen. Ich habe es fast vergessen zu erwähnen. In Uelzen ist das provisorische Sandsacklager. Es trifft sich ganz gut, dass Sie dort heute übernachten, denn morgen müssen wir einige davon ganz früh in die Umgebung fahren. Seien Sie aber bitte auf Abruf. Die genauen Uhrzeiten dafür haben wir noch nicht und müssen auch über Nacht erstmal sehen, wie sich das hier alles weiterentwickelt. Ja, da haben wir ja schon mal unseren Auftrag für morgen. Morgen heißt es dann also Güterzug fahren. Na denn, dann habe ich ja schon mal einen Termin morgen. Es wird auch langsam dunkel, würde ich sagen. So langsam dämmert's. So, 140 ist angekündigt.
Und für alle, die das Szenario gerne oder das Fahrzeug gerne bei deinem YouTube bewerben wollen, kostet 9,95. Und ja, findet ihr bei 3D Zug. Und zwar mit der dicken Fahrzeit. Bei mir war es die fünfte Seite, ziemlich hoch, also die fünfte Seite, das erste Buch, nennt sich die Sturm. Und ja. Ein sehr, sehr schönes Szenario, was ich finde. Jedenfalls das, was ich bisher gesehen und gehört habe. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt im Laufe der nächsten Teile. So, dann sind wir jetzt auch gleich in Lüneburg. In Kürze erreichen wir Lüneburg. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Meine Damen und Herren, in Lüneburg haben Sie Anschluss an die Regionalbahn nach Lübeck. Hauptbahnhof, planmäßige Abfahrt 21.45 Uhr von Gleis 5. Wir verabschieden uns von Fahrgästen, die hier aussteigen, wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, jetzt müsste doch mal langsam die LZB reagieren, ja? Ah ja, geht doch. Entschuldigung. So, schauen uns hier mal ein wenig um. Da steht auch ein Metronom. Auf dem Weg nach Hamburg. Steuerwagen voraus. Also der Lüneburger Hauptbahnhof ist schon ein wenig größer, würde ich sagen. Mehrere Gleise. Hier auch wieder Sandsäcke ohne Ende. Was eine schöne Lok. 151. Ist die geil.
Da, die Handbremse. Wunderschön, wunderschön. Hier die der Maschinenraum. Herrlich. Alles in allem eine schöne Lok. 151-084-1 der Deutschen Bahn. Aus Nürnberg kommt die. Da steht's. Ist ein bisschen verschwommen, aber man kann Nürnberg doch ganz gut lesen, finde ich. Rail on, DB Logistics. Wunderschön. Wunderschöne Lok. Gerade die alten Loks, die sind wunderschön. Dazu zählt zum Beispiel auch die 110 oder die 140. Wunderschöne Loks. Herrlich, kann man sich gar nichts daran sehen. Wunderschön. Jetzt ist doch, das ist doch, finde ich, ein Screenshot wert. Absolut, ja, wunderschön. So, wir machen uns dann jetzt auf den Weg nach Bevensen, glaube ich. Ne, Bienenbüttel erst. Erst Bienenbüttel. Na dann. Du schaffst es noch. So gerade eben. So gerade eben. Du kommst leider zu spät. Tut mir leid. Da fahren noch schöne N-Wagen ein, geschoben durch eine 143. Wunderschön, wunderschön. Meine Kindheit, wunderschön. Fahrdienstleitung an alle Fahrzeuge in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Ab sofort haben alle Hilfszüge, die Material zur Sicherung von Dämmen und Gewässern eingesetzt werden, die höchste Priorität. Lieber ICE-Führer, das ist nicht persönlich gemeint, wenn Sie heute einmal von einer 294 überholt werden. Danke! Ja, das hat halt Priorität. Und da müssen sich die ICE-Fahrer halt mal nicht wundern, dass sie mal hier und da von einer 294 überholt werden. Genau so ist es.
Waren da gerade Tiere an der Strecke? Das darf ja nicht wahr sein. Ja, es geht langsam besser. Langsam, aber sicher geht die Sonne unter. Eine 151. Wunderschön. In Kürze erreichen wir Bienenbüttel. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ja, die Bremse ist doch sehr stark, muss ich sagen. So, Bienenbüttel.
132 Plätze. Metronom Eisenbahngesellschaft MBH BW Uelzen. Ups. 160 Höchstgeschwindigkeit. So, auf geht's nach Bad Bevensen. Bad Bevensen. War ich noch nie gewesen. In Hamburg war ich schon, aber Bad Bevensen war ich noch nie. In Kürze erreichen wir Bad Bevensen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen.
Ach ja. Ein klein wenig übers Ziel hinausgeschossen, aber das macht nichts. Hier auch Paletten voll mit Sandsäcken. Sind das Europaletten oder sind das Großpaletten? Ah, das sind Einwegpaletten bzw. Großpaletten. So, auf geht's zu unserem nächsten Halt- und Endbahnhof, Uelzen. So, und in Uelzen endet dann auch unser Video für heute. Und damit dann auch der Teil 1 des wunderschönen Pakets. Und ja, in einem neuen Video werde ich dann Teil 2 weitermachen. Und wie gesagt, es gibt 6 Teile. Und ja, seid gespannt, wie es weitergeht. Ich selbst weiß auch nicht. Und ja, ich lasse mich da überraschen. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, freut euch drauf. Sonne geht da runter. Langsam wird es Abend. Es war der Abend, es ist ja schon ein bisschen Nacht. Es wird dunkel. 10 von 10. Zeit fürs Bett. Morgen wird es früh.
dann die Fliegfahrzeugführer. Erreichen wir Uelzen. Der Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Umsteigemöglichkeit zum Fernverkehr, zum Metronom nach Göttingen über Hannover und zum Heidesprinter in Richtung Langwedel und Bremen. Meine Damen und Herren, in Uelzen erhalten Sie Anschluss an den Metronom nach Göttingen über Hannover. Planmäßige Abfahrt 22:17 von Gleis 103. Dieser Zug endet in Uelzen. Wir bitten alle Fahrgäste, dort auszusteigen. Auf Wiedersehen. Ja, aber ich habe wie gesagt danach noch einen kleinen Auftrag. Und zwar sollen wir ja noch zu Gleis 201 fahren. Also noch ist nicht ganz zu Ende hier. Da steht ja schon das THW bzw. die Polizei. Aber ich denke eher das THW. So, wenn wir uns das mal eben anschauen. Ja, das THW habe ich doch gesagt. Das Licht geht auch langsam an. Ja, das sind Vorboten einer noch spannenden Zeit, würde ich sagen. So, ich verabschiede mich aber noch nicht von euch, weil wie gesagt, ich habe hier nach noch was zu tun.
Postleitung an 82 131. 82 131, bitte kommen. Sie müssen den Zug gleich abstellen. Dann ist Feierabend. Es geht nicht ins BW, sondern aus planungstechnischen Gründen auf ein anderes Gleis. Übrigens sehen Sie dort das Sandsacklager. Eine logistische Meisterleistung. Schönen Feierabend noch und wie gesagt, seien Sie bitte über Nacht für Notfälle erreichbar. Bis morgen. Hey, ihr habt's gehört, ich darf den Zug noch abstellen auf einen Nachbargleis. Und ja, das werden wir natürlich tun. Bevor wir dann in unser notwendigen Feierabend gehen und mal schauen, wie lange wir schlafen. Noch kurz ab. So, erfolgreich abgeschlossen. Das ist sehr gut. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wer neu auf meinem Kanal ist, lasst ein Abo da, ganz wichtig, aktiviert die Glocke. Und ja, ich sag bis zum nächsten Mal, bis zum zweiten Teil und ja, ich freue mich. Bis dahin, macht's gut. Bleibt gesund. Ciao, Servus und Tschüss, euer der Dennis Spieters.